Und dann von hier bin ich in eine so viel bessere Position, in eine gute Treffmomentposition zu kommen. Und beim Treffen möchte ich da sein. Hallo, wie geht's? Der Driver ist bestimmt einer der wichtigsten Schläge neben dem Putter beim Golfspielen. Ich möchte dir heute erzählen, was ich tue, wenn ich merke, mein Driver-Gefühl weg ist, wenn ich merke, dass meine Bälle nicht gerade genug sind. Über Länge brauchen wir jetzt nicht zu sprechen. Wenn wir den Ball richtig treffen mit diesem Schläger, dann fliegt er meistens weit. Mittig treffen heißt lange Ball. Okay, so was ich tue, und vielleicht kannst du auch davon profitieren, ist Folgendes. So, ich habe jetzt Anfang der Saison gemerkt, dass ich Bälle ein bisschen rechts verliere, und das ist eher mein typischer Fehler. So, was ich tue, ist beim Ausholen, übrigens, ich spiele jetzt Loch 2, ja, in Lütetsburg, ist ein sehr schönes Paar 4, auf der rechten Seite sind die Baumhäuser, nur zu empfehlen. So, beim Zurückschwingen versuche ich, meine Hände höher zu bekommen. Mit dem Driver ist es sehr leicht, flach zu werden, da man hier so aufrecht steht, wie du weißt. So, der Grund, warum ich die Hand oder die Hände höher haben möchte, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, ist, weil ich dann Platz und Zeit habe, das zu tun. Und ich rede jetzt ausschließlich über die Arme. Beim Abschwingen bewege ich meine Arme selbstständig runter. Ich mache nicht das. Viele Golfer versuchen von innen zu kommen, indem sie das tun. Und ja, was da passiert, was kann dann passieren? Boden kann zuerst getroffen werden. Pushes und Hooks können da entstehen. So, höhe Hände gibt mir die Gelegenheit zu senken. Und während ich senke, du merkst, dieser Schaft, Winkel bleibt konstant. Und dann von hier bin ich in eine so viel bessere Position, in eine gute Treffmomentposition zu kommen. Und beim Treffen möchte ich da sein. Ja, schau mal, wie ich lang da bin. Kurz nach dem Treffen möchte ich gucken, dass der Arm und Schaft eine gerade Linie bilden. So, das werde ich tun jetzt. Ich spiele ein bisschen rechts, etwas links von den Bunkern. Der Wind kommt von da. Höhere Hände. Senken, und dann ist der Rest ziemlich einfach. Und ich wünsche mir, du könntest den Ball sehen. Da war ein schöner Draw. Übrigens, du merkst, ich bin auf dem Platz. So, den Driver-Schwung finde ich auf dem Platz. Ich brauche das Feedback. Da ist er wieder. Und ich brauche diese Bestätigung. Nur wenn ich merke, dass meine Bälle leichte Rechts-Links-Kurve machen, dann bin ich in der Lage, ein Fade zu spielen. Dann brauche ich mich nur ein bisschen nach links zu halten. Ich mache aber die gleiche Bewegung und ziehe dann nur ein bisschen mehr nach links. So, wenn ich meinen richtigen Schwung habe, dann kann ich auch besser shapen. Und da habe ich einen schön flache, lange Fade. Und das ist ein Ball, den ich so gerne spiele, wenn die Fairways eng sind, so wie die hier in Lütetsburg sind. Ich denke, das ist nicht nur für mich wichtig und hilfreich, sondern auch für viele, viele Golfer und vielleicht für dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dir helfe. So, meine Reisen sind schon alle jetzt geplant. Würde mich super freuen, wenn du dabei bist. Ich bin auch in Südafrika. Jetzt habe ich gerade eine dritte Reise da organisiert, da die anderen beiden vor sind. Würde mich sehr freuen, wenn du dabei wärst. Tschüss.